Leute, was geht ab, Leute? Hier? Es ist Freitag aus Dortmund. Ich habe heute mein Ticket auf zum GoFest. Ich bin ein bisschen spät dran. Es ist kurz nach 8 und ich glaube, 8 hat es angefangen. 37 sind die meisten schon reingegangen. Hat ein bisschen länger gedauert. Aber auf dem Weg hierher, 2 Bummels gefangen, shiny. Ich meine, brauchen tue ich die eh nicht. Ja, schauen wir mal, was jetzt hier so abgeht in Dortmund im Westfalenpark. Beim GoFest. Ich bin gespannt. Auf geht's. Okay, ich bin fast da. Ich sehe schon Veni Flibus oder wie auch immer der heißt. Und ein Buchstabe, den ich nicht habe. Ich weiß gar nicht, was die Kognitos für ein Wort ergeben zusammen. Ich habe gesehen, Ausrufezeichen ist auch am Start. Also auch ein bisschen inflationär, nicht mehr so selten. Mac letztes Jahr natürlich sehr gefragt, aber so. Thema, was ich noch kurz ansprechen wollte. Man muss nicht freigeschaltet werden, so wie 2017. Man kann einfach rein. Und ja, man sieht dann, jeder, der ein Ticket hat, sieht dann die ganzen Spawns. Das heißt, jeder, der ein Ticket hat und zu Hause ist und dahin spooft, der sieht das auch. Also ich dachte eigentlich, man muss vor Ort gescannt werden oder so, aktiviert werden, damit man das sieht, aber irgendwie nix, nada. Jetzt muss ich da irgendwie rüber, ich weiß gar nicht wie. Ja, so sieht das aus hier, Leute. Quest ist auch am Start, Spezialforschung. Muss jetzt erstmal 3 Geschenke verschicken, 7 gehen oder Stops drehen und 3 neue Freundschaften schließen. Genau deswegen habe ich nur 199 momentan. Da kann ich 3 Freundschaften schließen, also immer einen und dann wieder löschen. Hört ihr die Musik? Ich wollte gerade sagen, die kommt von der Team Instinct Lounge, aber das ist sie gar nicht. Wobei, da kommt auch Musik, ja. Hier haben wir mein erstes Veni Flibus. Alles klar. Ich bin gerade hier in der Stahlzone, sage ich mal. Eine Menge Bronze, brauche ich noch Shiny. Ansonsten zeige ich euch einfach mal. Pokédex-Eintrag. Fangen wir uns ein paar von denen. Yasuo, Stoll Junior, Tane, der Hund mit der Maske, wie heißt der nochmal, Schildergoss. Flunkiefer wild ist auch ganz cool. Panzergon, Barsch ist auch am Start. Und 2 Kognito-Buchstaben, die mir noch fehlen. Das ist, glaube ich, das W und das andere war ein K, kann das sein? Ich weiß gar nicht, was das ergibt. Und hier das Ausrufezeichen. Und hier ein K, glaube ich, das mir fehlt. Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher. Ups. Gönnen wir uns das mal. Ist noch relativ ruhig, relativ wenig Leute. Normal beginnt es um 10, oder? Ja. Ja? Ich denke, da wird es ein bisschen voller. Und noch ist jetzt echt krass überschaubar. Ich habe einfach jetzt schon 5. Schau mal auf die Medaille. 19, hatte ich 18? Ich glaube schon. Aber ich habe irgendwas anderes gemacht, das ich jetzt nicht. Oh, Veni Flibus. Veni Flibus. Das ist, glaube ich, erst der dritte, den ich sehe. Vielleicht sollte ich gelbe Berge. Nee. Die brauche ich zum Marienfüttern. Ich mache auch so genug Wohnungs wahrscheinlich. So. Garten. Relativ aktiven Zuschauer getroffen. Schon witzig zu sehen, dass er das war, sozusagen. Wisst ihr, was ich meine? Wir quatschen so, ich habe halt noch einen Freund gebraucht für die Quest. Ich hätte ihn so und dann sehe ich seinen Namen. Ich so, Euda, du bist Garboy? What the fuck? Also schon sehr witzig. Wir schauen uns mal die nächste Quest an. Digga, gib doch Shiny Sandern, Alter. So. Ich glaube, das ist jetzt mit diesen komischen. Ah, ne. Okay. Das kann ein bisschen dauern. 5 Boden, 5 Wasser, 5 Käfer, 5 Psycho, 5 Stahl. Mein erstes Shiny Kleinstein. Mein erstes Shiny hier im Park. Alter, die Kollegen gehen ab. Ein Shiny nach dem anderen. Aber ich freue mich über die neuen Shinies. Also, ich brauche keine doppelten hier. Was brauche ich auf jeden Fall? Slimer will ich. Kleinstein wollte ich unbedingt. Tanzer. Das Zahnrad, ihr wisst schon Bescheid. Bronze, bestimmt noch ein paar. Walme auch auf jeden Fall. Also relativ direkt nacheinander noch ein Kleinstein. Doppelt hält besser. Den gönnen wir uns auch noch schnell. Quest ist leidend. Wir sind eigentlich gerade durch den Terrar gegangen, das ich jetzt noch mal brauche. Stahl-Pokémon und so. Wenn wir jetzt einmal um den Park gehen, dann kann es dauern, bis ich da wieder beim Stall lande.
Nach einer sehr, sehr langen Durchstrecke habe ich einen Neuschein bekommen, was aber für mich nicht neu ist. Ah, okay, den hatte ich schon dreimal vom Gesteins-Event. Aber naja. 5 Scheine bisher heute. Ah, der ist nice. Glückwunsch. Nächstes Shiny. Noch eins wieder, das ich schon dreimal hatte. Jetzt 4-mal. Ist ein Spoink. Bin auf der Suche nach Krabi, Walmer, Bronze, Slimer. Sind hier gerade im. Mit Blumenkranz? Oha! Sowas will ich, Alter. Nicht Spoink. Wie gesagt, endlich Quest Nummer 2 abgeschlossen. 5 Pokémon von jedem Typen fangen verschiedene. Das ist der springende Punkt. Eine Sohn als Belohnung, schon krass. Es gab Nidoking, es gab Medicham, Meditalis. Ich weiß nicht, wie der heißt. Shergox. Und jetzt geht's ans Bilder machen, glaube ich. Jetzt mal Belohnung abholen. 3 Super Inkubatoren, schon nicht schlecht. So, die Aufgaben sind: Mach einen Schnappschuss. Rocky Terra, Bolt Lake, Mysterious Woods. 2 bei Mysterious Woods. Oh, Steel Factory, da sind wir gerade. Magnetilo. Shiny Check. Wir haben mal wieder ein Shiny, aber nicht das, was ich haben wollte. Der ist natürlich auch geil, aber auch Bronze. Lieber Berge. Das hat mir jetzt einen Schockmoment gegeben. Der ist doch da. Ja, ich erinnere mich noch letztes Jahr hier, wo alle da hingelaufen sind für ein 100er Lavita oder so. Das war verrückt. Wir haben einen Kiosk, der hatte noch angenehme Preise, aber die werden gleich erhöht. Also alle, die jetzt Samstag, Sonntag kommen, die haben leider Pech. Aber ich nehme mal an, immer noch besser als was hier draußen passiert mit den Preisen. Kleine Stärkung hat auch unser Shiny Glück gestärkt. Wir haben hier ein shiny weibliches Nidoran. Das jetzt natürlich ein wenig häufiger ist nach dem GoFest. Ich hatte ja kurz vor GoFest bereits eins gefangen. Aber trotzdem nehme ich gerne eins mit. Ich habe endlich die Quest erfüllt. Sternstück, 42 Sekunden. Das geht noch, komm. Schnell alles abholen hier. Bam, 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 bam. Das hier auch noch, solange Sternstück noch da ist. Kann ich mir, glaube ich, Jirachi abholen. Belohnung 2019. Belohnung 2019, Belohnung 2019. Ja, und das ist Jirachi. Ich filme das mal so, weil Screen Recorder läuft sonst nicht. Naja, weißt du, wir werden mal dreimal treffen, glaube ich, und dann. Ja, das werden wir. Ich glaube, wir werden mal treffen. Da ist es. Check mal die AW. Da, guck mal da hinten, genau da. Ja, ja. Das ist schlecht, genau wie die anderen zwei. Wir sind wieder auf der Seilbahn, Leute, genau wie letztes Jahr. Gönnt euch wieder den Ausblick. Nach einer langen Durchstrecke, in der meine Begleitung Shiny rufen, habe ich endlich ein Shiny bekommen und das ist sogar eins, was ich noch brauche. Tanzer. Jetzt brauche ich nur noch 5. Hatte gebraucht Walmer, Krabi, Magnetilo, Bronzel, Tanzer, Slimer. Jetzt Tanzer nicht mehr. Da gibt es noch oben an der Stelle Pikachu und Evoli mit Rosenkranz.
ein paar Zehner, ja. Für die letzte Quest, da kriegt man noch nach Jirachi dann natürlich die Bonbons dazu. Die wollten irgendwie, dass ich 5 Eier brüte. Da ich das nicht nacheinander machen kann in der Zeit, musste ich leider meine Zehner reinschmeißen. Und die Super-Inkubatoren nutzen. 500. Wie macht man das jetzt genau? Ja, gerne. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass meine Haare nicht in den Ventilator. Shiny check. Wie macht man das? Wir nähern uns zum Ende. Wir sind noch auf der Jagd nach Bronze. Die sind irgendwie echt selten geworden. Noch ein Tanzer. Einer hätte mir gereicht, aber hey. Wieso nicht? Wieso nicht? Wir nähern uns langsam der letzten Stunde. Ich brauche immer noch 5 Shinies. Das wird, glaube ich, nichts, Leute. So, das war's auch schon wieder. Wir sind auch wieder zu Hause. Es ist Dienstag. Ich habe mich wiederholt von den anstrengenden Tagen in Dortmund. War eine geile Zeit natürlich. Feedback, Fazit, Vergleich zu Safari Zone letztes Jahr kommt noch. In der letzten halben Stunde jetzt noch habe ich mich mit dem Kollegen Vier Quadrone getroffen. Mit dem habe ich auch schon ein Video gemacht. Eure Ideen, eure Vorschläge, eure Verbesserungen für Pokémon Go. Gerne checkt das Video ab und vielleicht kommt noch ein Teil 2, also wahrscheinlich kommt noch ein Teil 2 zu dem Format. Aber ja, er hatte kein Ticket, er war dann draußen, hat mich am Eingang getroffen. Und ich hatte ja eigentlich 5 Reihe. Also ich blende hier einen Eintausch ein. Wer im Park ist mit dem Ticket, hatte ja eigentlich 5 Spezialtausch am Tag. Und es hat leider nicht ganz geklappt, weil er hatte kein Ticket für den Tag. Und wir wussten nicht, dass man im Park sein muss für den Tausch. Das heißt, wir konnten nicht tauschen. Er hatte 3 Accounts und ich dachte halt, mit meinen 5 tauschen kann ich mal 3 mit allen seinen 3 Accounts tauschen. Ging leider nicht. Ich hätte mit seinen Accounts reinlaufen sollen in den Park, also über die Grenze. Und dann wäre es gegangen, hätten wir einfach mit allen seinen 3 Accounts Glückstausch machen können. 3 neue Shiny Luckys, aber ja, das muss jetzt warten bis zum nächsten Mal, bis wir uns mal sehen. Grüße gehen raus an Vier Quadrone und seine Freundin. Also, angefangen hat es mit 2 Bummels auf dem Weg hierher. Die 2 Kleinstellen habt ihr gesehen, Anuit habt ihr gesehen, Spoink habt ihr gesehen, Nidoran männlich habt ihr gesehen, Nidoran weiblich habt ihr gesehen. 3 zusätzliche Nidoran männlich habt ihr nicht gesehen. 2 Tanz habt ihr gesehen. Das 3. Tanz habt ihr nicht gesehen, das habe ich dann Chaos Lady getauscht. Ein Sepa habt ihr nicht gesehen, Kabuto habt ihr nicht gesehen, weil die hatte ich schon doppelt. Und dann am Ende noch ein Macholo. Das war meine Ausbeute. Also Ausbeute war okay, 2 neue Shinies, naja. Kann besser sein, kann schlechter sein. Man ist nie zufrieden. Ich wäre nur zufrieden gewesen, hätte ich alle 9 Shinies bekommen. Sprich, mir hat noch gefehlt Slimer, Magnetilo, Bronze, Walmer und Krabi. Hätte ich die 5 noch bekommen, dann wäre ich zufrieden gewesen. Aber es war auf jeden Fall ein geiler Tag, eine geile Zeit in Dortmund. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief, wart ihr am Start und wie war eure Shiny-Ausbeute. Samstag war ich in der Stadt unterwegs, das Video kommt später, könnt ihr gerne abchecken. Und dann noch das Video von gestern, meine Anreise und dann nochmal so, wie gesagt, der Vergleich. Und dann, wie gesagt, nochmal der Vergleich Dortmund GoFest und Dortmund Safari-Zone. Also das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt gerne, wie es ab. Folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.